Ja, Fabian Ewerts 2:5. Ihr habt kräftig Tore eingeschenkt bekommen und ihr habt auch, denke ich mal, jeweils kräftig mitgeholfen. Das muss man leider feststellen, oder? Das ist jetzt tatsächlich jetzt nichts Neues für mich. Leider zieht sich das halt durch. Man muss es unterm Strich auch sagen, dass wir noch ein bisschen zu grün für die Oberliga sind. Das ja, ist leider so. Wir sind immer in der Lage, eine Halbzeit, manchmal auch 60 Minuten ganz gut mitzuhalten, aber irgendwann passieren dann die individuellen Fehler und dann wird es meistens leider auch sehr deutlich. Was bei den Toren passiert, also das war ja dann teilweise erschreckend, wie dann der Gegner flanken konnte. Der Gegner, der jetzt heute auch nicht überragend stark war, muss man sagen. Torwartgeschichte war auch so eine Thematik heute wieder für sich. Also es kam vieles zusammen. Angefangen beim ersten Tor natürlich schon, wo er auch dann relativ ungehindert von links schießen konnte, der Auersmacher-Spieler, oder? Ja, ist korrekt, aber ich werde jetzt auch gar nicht mehr in irgendeine Richtung. Die Mannschaft gibt schon Gas, die will auch, aber wir sind unterm Strich genau in diesen Kleinigkeiten dann. Die Flanke können wir viermal verhindern, die kommt trotzdem vor Tor, aber sie kommt auch 2 Meter vors Tor, ein relativ sanft gelupfter Ball. Und ja, es ist, wie gesagt, ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir kriegen halt Tore, die definitiv zu verhindern sind. Und ja, aus dem Grund stehen wir da, wo wir stehen. Wie schwer ist es jetzt noch für die restlichen Spiele? Ich meine, das Thema Klassenhalt, das kann man, glaube ich, jetzt abhaken, oder? Ja, rechnerisch nicht, aber ja, logisch. Jeder, der ein bisschen realistisch ist, der weiß, dass das eher nicht mehr klappen wird, da doch eine sehr hohe Punktzahl vonnöten sein wird, um die Klasse zu halten. Stimmt, also der Weg geht eher wieder eine Klasse tiefer. Ich glaube schon, dass wir als Mannschaft so gestärkt sind und auch so viel Bock und Wille haben, Punkte zu sammeln und es jedem so schwer wie möglich zu machen. Natürlich, wie man es auch sieht, ist es schwer, in der Oberliga zu punkten, aber wir werden es trotzdem weiter versuchen und ich glaube halt auch, dass wir es machen werden, ja.